America, the beautiful, four amber waves of grain. Ups, wir sind ja in Deutschland, scheiße. Wenn ihr wissen wollt, wie man in den USA nicht als wiedergeborener Arnold Schwarzenegger rüberkommt, dann bleibt dran! Ich saß also gestern Abend mit einem Freund und dessen Freundin, die Kanadierin, ist beim Essen zusammen. Und ich weiß nicht mehr wie genau, aber wir sind irgendwie auf das Thema gekommen, was Deutsche so für Fauxpas machen, wenn sie Englisch sprechen. Und da dachte ich mir, Mensch, machst du ein Video drüber. Damit ihr also das nächste Mal in den USA wie ein waschechter Cowboy rüberkommt, heute 5 Fakten, die ihr beim Englisch sprechen als Deutscher vermeiden solltet. Nummer 1, die Vorstellung. Wir Deutschen tendieren dazu, uns direkt bei der Vorstellung zu verraten. Wie? Ganz einfach, unser Name. Habt ihr mal einen Deutschen gesehen, der, wenn er sich auf Englisch vorstellt, seinen Namen nicht Deutsch ausspricht? Genau, dabei ist es eigentlich total einfach. Anstatt zu sagen, hello, my name is Robert, könnte man auch einfach sagen, hi, my name is Robert. Dann kommt auch keine Carmen mit irgendwelchen komischen Robert-Rufen hinterher. Robert! Neben der verbesserten Aussprache schafft man es damit auch gleichzeitig, seinen persönlichen Coolness-Faktor in die Höhe zu treiben. Denn mal ehrlich, alle Namen klingen doch auf Englisch irgendwie geiler. Christopher, Maximilian, Matthias, Thomas. Ist ganz egal, welcher Name. Es ist einfach im Englischen, es hört sich besser an. Also, ja, Name Englisch aussprechen, fertig. Nummer 2, das Kaugummi. Wir träumen doch alle davon, so ein bisschen mehr wie der Marlboro-Mann zu sein. Also ohne Lungenkrebs, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man dieses Symbol der Freiheit so majestätisch dahinreiten sieht, hat doch jeder sofort eine Vorstellung davon, wie der Mann redet. Nicht? Vielleicht bin das nur ich. Point ist, einfach Kaugummi essen. Denn die Quintessenz des texanischen Akzentes liegt einfach darin, Silben zu strecken und zu verlängern. Anstatt zu sagen, hi, my name is Joe, sagt man einfach, hi, my name is Joe. Herzlichen Glückwunsch, eurem nächsten Ausflug auf die texanische Ranch steht nichts mehr im Wege. Nummer 3, das W. Mann, in der Grundschule haben wir alle das ABC gelernt. Aber sobald der Deutsche anfängt, Englisch zu sprechen, werden die bekannten Buchstaben ganz spontan auf 25 reduziert. Ich kann bis heute nicht einordnen, woran das liegt, aber Deutsche zeigen den Buchstaben W im Englischen ab und zu ganz gerne den metaphorischen Mittelfinger. Was dann zu so Sätzen wie Now we will go the next step führt. Ist ganz einfach, Leute. Einfach ein W aussprechen und schon habt ihr eine weitere Falle des Englischen überwunden. Nummer 4, das verdammte TH. Ich vertrete ja die Meinung, dass das englische TH von englischen Imperialisten erfunden wurde, damit deutsche Spione in den eigenen Reihen einfach sofort identifiziert werden konnten. Die Deutschen bauten halt die Enigma und die Engländer erfanden das TH. So einen richtig guten Tipp für die Aussprache von TH kann ich euch auch gar nicht geben, denn dieses Konglomerat von Buchstaben möchte einfach nicht in den gemeinen deutschen Mund passen. Aber for fuck's sake, bitte nicht wie ein S aussprechen. Denn die Aussprache eines THs mit einem S führt zu diesem ultradeutschen Akzent. Wie zum Beispiel, I really love the Americans. Ja, schön für dich, TH und so. Ja. Wenn man das TH nicht hinkriegt, und das ist ja ganz normal, dann bietet es sich einfach an, anstatt des S's ein F zu nehmen. Klingt zwar immer noch scheiße, ist aber in der Tatsache näher am eigentlichen Ton dran. Anstatt zu sagen, I really love the Americans, sagt man halt, I really love the Americans. Unterschied gehört. Nummer 5, die Freiheit. Hat jetzt zwar nichts mit der Aussprache zu tun, aber wenn ihr das nächste Mal unsere waffenliebenden Freunde aus dem Westen besucht, tut einfach so, als wäre Freiheit das Wichtigste, was es auf der Erde gibt. Denn Freiheit, das ist das Paradoxe an den Amerikanern, ist eine akzeptable Antwort auf fast alles. Wenn man dann sogar noch einen Fakt davor hängt, hat man sogar gleich den ganzen Satz. Ein Beispiel. So, what is your opinion on the Second World War, man? Fucking freedom! Right on! Ohne das aktive Vertreten von Freiheit bist du übrigens sofort auf der Shortlist der NSA unter dem Stichwort Kommunist zu finden. Und genau das sollten wir doch vermeiden, denn dann geht das Einreisen in unser also geliebtes Land des Big Macs und der begrenzten Unmöglichkeiten einfach schneller. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier rechts seht ihr mein letztes Video über die Aufreger der jetzt inzwischen vorletzten Woche. Wenn ihr Spaß hatte, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Klickt auf den Abonnieren-Button. Und ihr seid alle gerne herzlich eingeladen, unten in den Kommentaren mit mir über die Aussprache vom Englischen und was die Amis sonst noch so für Scheiße bauen zu diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bye.